Junge. Wir fahren mal die normale Straße. Mit Prellbock. Mit Bande. So, die Unidats. Da haben wir doch sogar schon einen neuen Heli. WTF? Oh, ein Camaro. Nee, Camaro soll ich schon. Charger. Dann. Abschuss bestätigt. Jo. Hast du die Info? Ja. Hab sie. Du wirst von oben beschossen, glaube ich. Ich habe Blancas Goldversteck in der Espirito Santo gefunden. Das scheint ihre Haupteinnahmequelle zu sein. Vielleicht sollte man denen mal eine Abrissbirne vorbeischicken. Wo ist denn das? Oben. So, den Ohr. Ist das ein Ohr? Ja, mit der letzten Kugel, ja. Dann hole ich mir jetzt auch nochmal den Ohren und dann haben wir ja schon wieder einen neuen Heli. Aber zumindest hat man erst, oder diesmal habe ich es wenigstens geschafft, ein Ding zu machen, einen Fallschirmsprung. Diesmal hat der Leertaste wenigstens angenommen. Yay. Ich habe nur gesehen, scheiße, ich kann den Heli nicht mehr steuern. Fuck! So, zack. Wo haben wir es? Oh! Zerstören geil. Sie die Goldverstecke zur Finanzierung des Kults in Espirito Santo. Das wird El Sueños Vertrauen in La Santera erschüttern. Dann haben wir den kompletten Süden von dem Gebiet komplett ausgeschaltet. Das ist cool. Komm ich da rüber? Ja. Komplett ausschalten, ja, das ist okay. Sieht nach Kartell aus. Ein Kartell sollte niemals ein Moment. Na, bevor die. Okay. Ich habe schon gerade die Befürchtung gehabt, dass die in den BTR einsteigen. Zack. Wir sollen jetzt in. Ja, okay, wir sollen in die Mine rein. Noch einmal. Ein Kartell sollte niemals eine Goldmine besitzen. Wartet. Haben wir hier? Ah, nochmal ein Orden. Würde ich sagen, auf geht's in die Mine rein. Zerstören. Ne, ist schon wieder dreist, was du hier machst, ne? Ja, ist schon dreist, ja. Okay. Ja. Draufschießen? Kaboom, Junge. Auf geht's. Warte mal. Schmeiß mal einen Nate. Granate kommt. Come mierda, culeros. Okay. Und raus. Scheiße, hört ihr das Gepolter? Raus hier, bevor wir begraben werden. Los! Na, mal gucken, wie sie einstürzt. Bup. Wie ist die Lage in Espirito Santo? Wir waren fleißig und haben ein Goldversteck des Kartells hochgejagt. Holt ist am Boden zerstört. Er kommt besser schnell darüber hinweg. Die ISA hat einen Anruf abgefangen, dass Santa Blanca das restliche Gold in Sicherheit bringt. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Unterwegs. Okay. Nein, ich dachte, ich kriege jetzt noch einen Auftrag. Was haben wir da, ne? Haben wir die Story-Mission oben? Ach doch, ja, da. Goldrausch im Norden. Ja, ist okay, okay. Das hat er mir nämlich eben gerade gar nicht angezeigt. So, dann machen wir Goldrausch im Norden. Der Santeras Kult finanziert sich mit dem Gold von El Sueño. Zerstören Sie die Goldverstecke. Vielleicht können wir ja so seinen Glauben an den Kult erschüttern. Aber wie schnell das halt geht, 4,1 Kilometer sind ja schon bei 3. Mit Heli ist halt wirklich alles bedeutend schneller. Also Heli ist wirklich das Beste, wenn man, ich sag mal so, wenn man kein... Zeit haben wir schon, aber wenn man halt etwas schneller machen möchte, wenn man ein bisschen unter Zeitdruck steht, um halt was zu schaffen, ist Heli wirklich die beste Alternative, um hier umher zu fliegen. Vor allem das mit dem Blitzen ist auch gerade mega geil. Zwei ja, also Kilometer. Mit dem Wetter und allem ja. Schon dezent sexy aus. Ja, da habe ich gerade, ich habe mal eben gerade Nachtsicht ausgemacht. Das sieht schon geil aus. Ja. Aber auch so, die ganze Grafik, so die ganze Botanik,
mit den ganzen verschiedenen Gebieten. Guck mal, erst ein bisschen Moor, wo wir dann mit Tim gespielt haben. Jetzt halt dieses tropische, nenne ich jetzt mal. Vorher halt mehr so Stadt. Alles ist schon cool gemacht. So, da ist der Mineneingang. Ich würde ganz gerne Leute hier sehen, da haben wir. Na komm. Kommen die anderen her? So, ich lass dich mal raus. Ja, ich geh da mal rein. Und ich halte die mal so lange ab, falls sie doch noch irgendwie was machen. Ja. Die stürmen halt echt auf uns zu. Die haben einfach in so einer Mine sein MP. Zack. Ein guter Madre. Hey, durch das Spiel kann man halt Portugiesisch oder was das lernen. Ja. Zumindest so beleidigen. Ist das nicht kolumbianisch? Alter, wie viele, ich nenn's mal Spezialeinheiten haben wir denn hier? Na, du komm. So, jetzt habe ich a little Probleme. Aber hier ist eine Waffenkiste. Kann ich mal Nades öffnen. Waffenkiste geht. Give me Nades, please. Wir halten Heli von den Santa Blancas hier am Start. Und jetzt raus. Juhu! So, zack. 30 Sekunden, Leute. Scheiße, hier bricht alles zusammen. Nicht ja. Wie raus hier, sofort. Abholservice wartet schon. Ja, Abholservice wartet schon. Können wir nämlich hochsteigen. Hoch und hoch und hoch und hoch. Müssen wir halt kurz warten. Kannst du noch ein bisschen metzen? Ja. Man hört halt nur die Hitmarke. Und Abflug. So, jetzt muss ich halt nur kurz mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Weiter hoch. Goldverstecke zerstört. Mission abgeschlossen. Krasser Scheiß. Das kannst du laut sagen. So. Da müssen wir nicht hin, da müssen wir hin. Wir wissen, wo La Santeras Hauptkapelle ist. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir La Santera nicht kriegen, nehmen wir uns eben, was geht. Nun, abpacken. Oh, hoher Berg. Okay. Da kann ich doch nicht einfach nur mit Gas geben und dann steigen. Oh, die haben sogar einen neuen Heli für uns. Ist aber nett. Ja, ich werde mal unseren Heli hier abstellen. Feind gesichtet. Und dann werden wir mal hochlaufen. Also ich glaube, wir müssen 100%ig in die Kapelle rein. Tango getroffen. Zack. Alter. Den auf der Leiter habe ich. Oder auf der Treppe. Den direkt vor uns habe ich auch. Links von uns bei den Rebellen. Dort. Komme ich da rein? Ja. Uiuiui, das war knapp. Ich hole mal hier hinten noch das Päckchen. Den Nachschub. Achso, es geht noch hier, okay. Frage ist, was nur wo? Ah, hier, okay. Nachschub, Nachschub. Ui, Essen. Essen ist immer gut. Stehlen Sie El Sienos Bibel. Okay. Wem seine Bibel sollen wir stören? Stehlen. Warum sollen wir eine Bibel stehlen, WTF? Die Linie
Einer ist noch. Oben Auto. Ausgestiegen. Ja. Einer muss da noch sein. Eventuell zwei. Weil wir haben halt alle aus dem Auto rausgeholt. WTF. Mann, war das wieder einfach. Du bist halt echt so. Wo? Da. Suppressing fire. Ja. Ich stell den nice, einfach. Lol. Alter. So, ich werde mal. Hinter mir? Stellen. Da. Da. Hinter mir. Da hinten ist noch einer. Neben mir. Mörser. Dumme Sau. Vor uns. Da lebt noch. Ja, ich halte dich fix. Das wird nix. Doch. Nein. Okay, oder nicht? Scheiße. Sag ich ja. Schade. Nein. Ich habe halt gedacht, dass ich halt. Es hat nicht viel gefehlt. Ich war schon über ein Dreiviertel. Lol. Eine Sekunde vielleicht später, dann hätte ich dich gehabt. Schade, ja. Wie gesagt, dieses Heilen, wenn du es auf der höchsten Stufe hast, das gibt halt echt schon einen Boost. Hm. Also man merkt es halt extrem. Was ich dafür brauche. Okay. 4000, was ist denn das mit dem, mit der Pflanze oder mit dem Wasser? Das war's. Essen. Achso. Nee. Essen ist Essen und Messer und Gabel. Warte. Ach, die komische Pflanze da. Ja. Also rechts neben den Fertigkeitspunkten. Genau. Brennstoff. Also Brennstoff. Benzin. Boah, da brauche ich hab 325 Grad nicht. So, wir gehen aber gleich hoch. Ich öffne hier nur die Dingens. Von den Fertigkeiten? Von dem Turm aus sieht mich einfach. Was, hä? Ich bin tot? Von wo? Ah, von hinter mir. Oh. Der kommt auf dich zu. Was da von? Ich geh dann. Ach, ist das wieder geil. Ja, okay, gut, dann lassen wir die halt. Ich dachte halt, da waren halt 5 Rebellen drinne. Und ich dachte halt, gut, mal befreist die fix mal und dann geht's halt, dass die sich denn drum kümmern. Ja gut, dann laufen wir halt direkt hoch. Gibt dir auch nicht. Die Sache ist halt, die haben wir gar keine Waffen, glaube ich. Nö, ich habe aber schon ein paar ausgeschaltet. Können sie ja rauslaufen und die sich die schnappen. Das wäre zu einfach und das sind KIs, man. Ja gut. Sind halt wie Randoms in CS. Wenn du dich auf die verlässt, bist du verlassen. Ja, eiskalt. Kannst du aufhören. Ja gut, dann laufen wir halt direkt hoch. Ist ja auch also immer. Wir sind nicht hier durch, sondern immer die Straße lang. Kommen wir nicht noch den Weg hoch? Nee, ne? Ach komm, doch. Lass die fighten, Mann. Mein Gott. Jetzt hab ich eh wieder angefangen. Komm her, ich geb dir ein Wargame. Gib mal oben auf den Turm, Sniper. Down. Nein. Na, wo ist er? Da ist noch eine tot. Ich wollte gerade sagen, da muss dann einer sein. Haus, 2 Leute raus. Jo. Energie schon noch gut. 3 Leute sind da, bei mir in der Nähe. Oh, ja, einen habe ich gesehen. Hinter mir, Leute. Mit her? Direkt vor mir steht einer. Geht, glaube ich, die Treppe hoch. Geht down. Den noch einer. Genau, das ist nice. Und der nächste auch turnt. Nice. Einer ist noch hinter der Straßensperre, der ist auch weg. Und der letzte sollte uns jetzt gerade nicht interessieren. Okay, oder auch doch. Da. Lol. Auf der Karte sah der viel, viel weiter weg aus. WTF? Nice. Ja. Dankeschön. Jawohl. Mein Mate. Grüß dich. Wie machen wir den anderen auf? Okay, nee, ich dachte, den müssen wir retten. Also, was wir noch sagen müssen, pass auf, wir retten dich. Irgendwo bei denen muss noch einer umherkribbeln. Ein Turm? Hm. Hab ihn? Nee, hier vorne.
Hat drin. Ja, nice. Den anderen habe ich auch. Den nächsten haben wir auch. Nice.